Erkrankungen der Augenhornhaut, unseres Fensters zur Welt, trüben die Sicht vieler betroffener Patienten. So wie bei Eva Maria Urban und Andreas Umlauf. Das Sehen war immer mehr eingetrübt. Besonders an sehr sonnigen Tagen war es sehr auffällig, wie eine Nebelwand sich praktisch über das Augenlicht schiebt. Es trübte sich immer mehr ein, sodass ich also nicht mehr Auto fahren konnte. Die Lichtscheine von der Straßenlaternen, die Kegel, die berührten fast den Boden. Jedes entgegenkommende Auto hat einen geblendet. Letzter Ausweg vor der Erblindung ist eine Hornhauttransplantation. Ein besonders schonendes, minimalinvasives Verfahren hat sich in den vergangenen 15 Jahren in der Augenmedizin etabliert. Bei der sogenannten DMEG wird Patienten nur eine dünne Schicht der Spenderhornhaut, die sogenannte Hornhautlamelle, implantiert. Neben der besonderen OP-Technik gibt es jedoch eine weitere Herausforderung: die Gewinnung eines hochwertigen Transplantats. Wir haben die Präparation vom Operateur ausgelagert hin zu spezialisiertem Personal, die den ganzen Tag nichts anderes machen als diese Präparation und dann eben unter besonders hygienischen, qualitätszertifizierten Kriterien diese Lamellen herzustellen. Dieser immense Qualitätsvorteil ist der Kerngedanke bei der sogenannten LAMEC, einer bereits in der Gewebebank vorpräparierten Hornhautlamelle, die die DGFG mit Genehmigung des Paul-Ehrlich-Instituts seit 2015 für DMEG-OPs erfolgreich vermittelt. Novum ist nun die Zusammensetzung von LAMEC und patentiertem Injektorsystem DMEG Rapid, das am KERI-Forschungsinstitut der Augenklinik Sulzbach unter Leitung von Professor Schurmann zusammen mit der Goida AG und DGFG entwickelt wurde. Also die Kartusche hat jetzt diesen Schritt gebracht, dass sie biologisches Gewebe, also ein Transplantat, erstmals in der Geschichte der Medizin kombiniert mit einem Medizinprodukt, nämlich eine Implantationskartusche als vorgeladene Kartusche. Ja. Vorgeladene Herzklappen gibt es nicht. Ja. Und das war jetzt ein wichtiger Meilenstein und war gar nicht so sehr von der technischen Umsetzung die Schwierigkeit, sondern eher von den regulatorischen Zulassungsprozessen. Operateure können ab sofort die vorgeladene und gebrauchsfertige LAMEC Preloaded für eine direkte, berührungslose Implantation für ihre Patienten bei der DGFG bestellen. Die Herstellung der LAMEC Preloaded erfolgt in der Knappschaftsgewebebank Sulzbach sowie in der DGFG-eigenen Gewebebank in Hannover. Wir haben tatsächlich verschiedene Zulassungsstudien gemacht, einmal zur normalen Pre-Cut-LAMEC, ja, und jetzt auch für dieses richtig vorgeladene System, die Preloaded-LAMEC, und konnten da eben zeigen, dass es keinen relevanten Zellverlust gibt. Trotz steigender Nachfrage nach der LAMEC präparieren noch immer viele Operateure die Spenderhornhaut selbst, direkt im OP vor der geplanten Implantation. Am Ende muss jeder Operateur selber entscheiden, ob es ihm wert ist. Es ist ja nicht nur die Sicherheit für den Patienten, das würde ich natürlich an erster Stelle setzen. Es sind auch ethische Aspekte. Jede Fehlpräparation ist ethisch schwierig zu vertreten vor dem Hintergrund der Spenderknappheit. Die Nachfrage nach der LAMEC ist groß. Doch um zukünftig noch mehr Patienten das lange Warten auf eine passende Spenderhornhaut zu ersparen und sie zeitnah mit einem Transplantat versorgen zu können, bedarf es mehr Gewebespendern. Es ist kurzsichtig, wenn man sich nur um die Technik kümmert, aber nicht um die Problematik der Spenderknappheit. Transplantatempfänger Andreas Umlauf und Eva Maria Urban sind dankbar. Für sie ist die Gewebespende ein Geschenk ans Leben. Ich danke dem lieben Gott, ich danke diesem Menschen, dem Spender oder der Spenderin, die mir wirklich neue Lebensfreude geschenkt hat. Es ist eine sehr wichtige Sache, und wenn man einmal erlebt hat, wie dein Lebensgefühl geschenkt werden kann durch so eine Spende, das ist es einfach nicht.